Bin komplett überlastet hier. Sollen wir erstmal. Achso, ja. Jetzt im Whisky-Plausch ein neuer Whisky. Viel Spaß dabei. Hallo Welt, hallo Deutschland. Wir sind wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Süffiges Glück auf. Wir freuen uns, dass ihr mal wieder zuschaut. Ja, wir haben einen Whisky vor der Kamera und werden den jetzt mal ausprobieren. Genau so ist es. Der Whisky, den wir vor der Kamera haben, ist dieses Mal ein Ire. Ire. Ein ist Ire. Immer ganz gut. Warum ist der offen? Weil ich den schon probiert habe. Achso, macht nichts. Ist nichts. Ist der naturtrüb? Ich bin jetzt vollkommen unbedarft. Ich sehe die Flasche zum ersten Mal. Nee, das sind meine Fettpatsche auf der Flasche. Nö. Nein, das ist nicht. Das ist auch nicht so. Ich ziehe den hier gerade am Rund. Ich habe die gleiche Marke, glaube ich, ne? Ja. Die Marke, die wir probieren wollen, nennt sich Mikil. Mikil macht Whisky in der Nähe von Galway. Und an diese Stadt ist auch der Whisky, den wir heute haben, nämlich der Long Walk, angelehnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, genau deswegen habe ich den auch gekauft. Weil es ein weiter Weg war, oder wie? Nee, wegen diesem wunderschönen Etikett. Da ist nämlich diese... Die bunten Häuser? Die bunten Häuser aus Galway vorne drauf. Blenden euch dann natürlich an. Genau, wir zeigen euch das mal. Und ich fand es einfach wirklich wunderschön und ansprechend. Es ist natürlich auch wieder so, ich war da mal im Urlaub, das war total toll. Ach, da. Ach cool, das ist lokalkolorit und das ist jetzt natürlich... Und dann so schön aufgemacht. Dran. Ganz genau. Und dann hat die Flasche auch nur 35 Euro gekostet. Das ist auch ein Argument. So, ja, und dann hatte ich wirklich keine Probleme auf der Messe in Hatting bei der Mareike Spitzer von Irish Whiskies, den mitzunehmen und einfach mal blind mitzunehmen und den zu probieren, weil so schlecht kann der gar nicht sein, wenn der 35 Euro kostet, so ein schönes Etikett hat, ja. Dann finde ich, das ist ausschlaggebend genug, den mitzunehmen. So. Mit der Mareike wollte ich auf der Messe eigentlich auch sprechen, aber ich bin gerade angekommen, da hat die fluchtartig den Raum verlassen. Ich habe gedacht, das lag an mir. Zu Recht, ja. Ja, danke. Habe ich auch verstanden. Nee, aber die musste weg zum Tasting. Ah, okay. Ich habe sie nachher nochmal ganz kurz gesprochen, aber da hatte ich dann wieder nicht so viel Zeit. Ja, Michael. Michaela. Alter deutscher Schlager, aber ja, ne? Schön. Du kennst den, ne? Mhm. Ich glaube das einfach nicht. Natürlich kennst du den. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte jünger, aber kennt die ganz ollen Kamellen, die ich noch durch meine Eltern kenne. Alles auspacken hier. Vielleicht ein paar Infos, bevor wir den Whisky trinken. Ja, finde ich mal ganz schön, weil ich bin auch vollkommen unbedarft. Du weißt überhaupt nicht. Ich habe bisher nur gesagt, wir trinken noch einen leicht rauchigen Whisky vorab, bevor wir die nächsten beiden rauchigen Whiskys machen hier an unserem Drehtag. Und aber mehr weißt du bis jetzt auch nicht. Nein, ja, ich habe aber jetzt schon erfahren, wir sind in Irland. Wir sind in Irland. Kennst du Mikil? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sagt mir gar nichts. Die haben aktuell eine... nennen wir sie mal Core Range, aus zwei oder drei Whiskys. Mit dazu gehört der Inverine, der hier auch steht. Den habe ich schon vor Ewigkeiten gekauft, wollte ihn eigentlich schon längst aufreißen, habe es bisher noch nicht geschafft. Dann noch einer aus dem Madeira-Fass, meine ich. Oh, dann damit dran. Und eine Batchnummer steht ja drauf. Ja. 0121 wird wohl Datum sein. Würde ich ähnlich interpretieren. Ich auch. Ja, und jetzt limitiert, wenn ich das richtig gelesen habe, ne, hier Contemporary Irish Whiskey, dieser Long Walk. With the Byron Galway Twist. Das ist ein Galway Twist. Das werden wir wahrscheinlich beim Probieren gleich erfahren. Ja. Whiskey for the Bold. Mhm. Es ist ein Blended Whiskey. Okay. So, wissen wir, aus welcher Distille der stammt? Oder? Nein. Das wär genau der nächste Punkt. Wir haben ja häufig bei irischen Whiskys, dass die gesourced sind. Also Mikil macht seit 2020, machen die eigenen Whisky. So. Ist noch nicht ganz so lange. Ne? Sagen aber auch auf ihrer Homepage, das, was wir aktuell verkaufen, ist gesourceder Whisky. Das sind die ersten zwei Sätze, die da stehen. Und das finde ich super, weil es ist transparent. Das machen ja viele andere nicht. Gerade in Irland. Ne? Die verkaufen. Ist also sehr, sehr schwer hinterzukommen, wo die wirklich ihren Whisky herkriegen. Und das wissen wir hier auch nicht, aber sie sagen zumindest transparent, okay, der kommt noch nicht von uns. Wir haben noch nicht unseren eigenen Whisky. Und zumindest das direkt so transparent zu sagen, finde ich schon mal super. Hm. Wo der jetzt genau herkommt,
Wissen wir nicht. Da steht drauf Independently Sourced. Das steht ja also auch tatsächlich auf der Flasche. Selected and Bottled by Mikiel heißen die. Mhm. Mikiel Distillery. Es ist hier vorne auf der Flasche. Hier in Lautschrift an dem L. Mikiel. Mikiel. Ja, okay. Ne? Ja. Und beim Blend haben wir drei verschiedene Whisky-Typen. Ich schaue auf die schlaue Karte. Wir haben einen Single Malt, einen Peated Malt und einen Grain, der darin verarbeitet wurde. Und wir haben Lagerung in Portweinfässern, in Ex-Bourbon-Fässern. Das hatte ich gerade schon gelesen. Virgin Oak-Fässern. Mhm. Was ich stand Port hier drauf, habe ich gesehen. Virgin ja. Oak, Majored in Port, Bourbon und Virgin Oak. Und drei verschiedene Typen Whisky. Was wir oder ich nicht weiß, ist, ob die jetzt quasi separat gelagert wurden. Ne? Also dass quasi der Single Malt im Bourbon-Fass, der Peated Malt im Virgin Oak und der Grain im Sherry-Fass gelagert wurden. Oder ob es von allen Whiskys... Port. War das Port? Port, kein Schäden. Portwein, du hast recht. Ich habe aufgepasst. Oder ob quasi von jedem Whisky, was in jedes Fass gegeben wurde, wie da die Konstellation ist. I don't know and I don't care, weil ich habe diesen Whisky wegen dem Etikett gekauft. Es gibt Farbkäufer, das weiß ich, mit Farbtrinker auch. Ne? Aber wegen dem, naja gut, das ist ein bisschen versaut, sag ich mal, durch seinen Wein, glaube ich. Da geht das dann auch noch Etikett, ne? So ein bisschen, ne? Ich sage immer, den da hätte ich gerne. Den da. Den mit dem Schiff. Genau. Okay, gucken wir mal. Deswegen nicht lang schnacken, sondern einfach mal probieren. Ja, okay. Das ist ein süßer Ire. Das genau. Also schon ein süßer, feiner Whisky in der Nase. Hellfruchtiger Aromen. Mhm. Ganz leichte Rauchnote. Ganz, ganz leichte, ne? In der Nase finde ich sie sehr dezent. Mhm. Mhm. Aber gibt dem Ganzen, sag ich mal, ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr, etwas mehr Bart. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also dieser Peach, den braucht er, ne? Dass der so da ist, dass der Charakter hat. Das macht das Ganze so ein bisschen rund, bisschen... Ja, und so ein bisschen auch komplex, sag ich mal. Ne? Der macht den Whisky jetzt nicht so... typisch irisch, so seicht, so weich, so glatt geschliffen, sondern verleiht dem so ein bisschen tiefer. Ein bisschen leichte ein bis zwei Ecken, so, wo man sagt, doch, ich bin ein bisschen eigenständig. Ja. Ne? Und ich heiße nicht Connemara. Das muss man jetzt auch genau sagen. Weil das war bis jetzt auch eigentlich der einzige irische Whisky, der rauchig war, den ich kannte. Also bis was anderes hatte ich auch schon, glaube ich. Muss man auch dazu sagen, Connemara ist ja auch keine Brennerei. Er ist ja auch ein Produkt von eine Marke. Und ich fasse nicht. Middleton oder irgendwas. Was da drin ist. Aber das ist halt der irische rauchige Whisky, den man so kennt. Ja. Ne? Ja. Mit Altersangabe, mit Distillers Edition, komplettes Portfolio, dass man wirklich denken könnte, es wäre eine Brennerei. Ja. Und hier haben wir halt mal einen anderen rauchigen Iren. Der geht auch in eine andere Richtung. Ja, ja, absolut. Er hat diesen irischen Charakter, dieses helle, dieses fruchtige, dieses weiche und dazu diese Peat-Note, das gut miteinander harmoniert. Finde ich eigentlich schön. Ja. Gefällt. Sollen wir mal probieren? Würde ich sagen. Slunge. Und am Gaumen finde ich ihn sehr ähnlich. Mhm. Ne? Hellfruchtig, frisch, glatt. Sehr, sehr süß. Sehr, genau, sehr, sehr süß. Auch sehr trinkmich. Ja, so ein richtiger Süppel-Whisky. Jo. Mhm. Regt so den Speichelfluss auch ein bisschen an. Ja, viele helle, reife Früchte. Mhm. Alles nicht übertrieben. Genau. Alles sehr in der Waage, sehr harmonisiert. Bisschen, aber ich finde... Honig mit so... Ja, auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen ein bisschen, sondern ordentlich Honig. Ein bisschen mehr sogar, ne? Ja. Und ich finde, der Rauchcharakter kommt am Gaumen stärker durch als in der Nase. Aber ist immer noch nicht, ich bin ja immer pingelig mit Rauch, absolut nicht. Nicht überladen, ne? Überhaupt nicht. Finde ich auch. Nicht. Nee. Also, das harmoniert wirklich sehr, sehr gut. Haben sie schön zusammengeschüttet, muss man jetzt sagen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, hier, okay, Portweinfass. Würde ich nicht rausschmecken. Ich auch nicht, absolut. Wahrscheinlich wenn blind, würde ich sagen, ja, schön, dass eins drin ist. Also, ich kriege nicht. Nein, kriege ich auch nicht jetzt, dass das jetzt großen. Also es wird mit Sicherheit einen großen Einfluss haben, weil der Whisky ansonsten nicht so schmecken würde. Aber der Einfluss ist nicht so dominant, dass man es jetzt herausschmeckt. Mhm. Und ich finde, wie du gerade sagtest, so ein Saufmilch-Whisky, ne? So ein richtiger Zech-Whisky. Ich gehe auch davon aus, der ist da drauf hin, ist der das glaube ich auch. Zusammengeschüttet und kreiert, dass der sagt, der ist lecker, der geht gut, der löppt.
Der löppt, genau, der löppt. Der löppt, wie man hier so sagt, ne? Und ist nicht langweilig dabei. Nee. Und ich finde, wie gesagt, für 35 Euro mit dem schönen Etikett, ja, und dann schmeckt er noch. Immer noch, immer noch. Das Etikett ist wirklich... Ne? Da ist hier diese Bierbrunnenhäuser von Galway drauf, ne? Ja, fein. Ja. Die so ähnlich aussehen wie die von Marl, ne? Stimmt, da sind auch so bunte Häuschen, ja. Ja. Aber nicht so schön wie in Galway. Nur nicht so viele. Ja, weil das Problem auf Mull ist ja, dass du quasi, die Leute rennen dir alle vor diesem bunten Häuschen entlang. Ich wollte gerade fragen, hat Mull ein Problem? Nee, eigentlich nicht. Nee, aber du hast ja quasi auf der einen Seite die Brennerei und guckst von der Brennerei aus auf diese Häuschen, die farblich nicht so intensiv sind wie die in Galway. Und dann parken da immer irgendwelche Autos vor. Und ja, da wohnen Menschen, das liegt wahrscheinlich das Problem. Ja, aber da ist halt auch noch diese Straße vor. Und in Galway hast du halt wirklich diese Häuser auf diesem Arm, Hafenarm, was auch immer. Die stehen direkt am Wasser. Genau, die stehen direkt am Wasser. Und du guckst quasi, ähnlich wie auf Mal, übers Wasser hinweg. Mhm, aber hast da jetzt nicht nochmal diese Straße zwischen. Also. Und das, finde ich, ist noch ein bisschen uriger. Ja gut, also mit so einem Etikett, da kann man ja gar nichts gegen sagen. So, und das für 35 Euro bei dem Etikett. Und Whisky, der halbwegs okay ist. Nee, nicht halbwegs okay, ich finde den, find den gut. Also für einen 35 Euro Whisky. Ist prima, wenn man sagt, abends so, Jungs, geht los, zack, Flasche auf den Tisch. Und ohne Reue die Flasche leer machen, weil das irgendwie so ein 280 Euro Whisky ist, wo man denkt, boah, bitte trink jetzt nicht so viel. Würde mich jetzt auch, wenn den auch einer sagt, oh, ich habe mir den in eine Cola gekippt, dann würde ich auch sagen, naja, lass es dir schmecken. Ne? Mhm. Das ist dann okay. Ich glaube, das war schon unser Fazit. Jo. Es lohnt sich, über den Tellerrand hinauszuschauen, auch mal irischen Whisky zu probieren. Auf jeden Fall, immer. Und ich bin gespannt, was mit Kiel so an eigenem Stoff mal auf dem Markt bringt. Zeit wird kommen. In diesem Sinne, ne? Ab in der Rinne. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, ne? Passt auf euch auf und denkt immer dran, Leute mit Rucksack nicht schuppen. Kannst du mal zügig über die Kreuzung gehen, ne? Bevor ein Auto kommt. Ja, am besten nur bei Grün. Ja. Besonders wenn Kinder da sind. Sind nicht immer nur Trecker unterwegs, ne? Und der nächste Whisky dann wahrscheinlich auch wieder Zitronencharakter haben. Zitrus. Eine Sitzerhöhung machen wir hier. Und der kleine. Nicht ganz so groß. Ja. Wo sind wir am kleben geblieben? Beim nächsten Whisky. Der kann übel enden. Ja, genau ein Whisky ist das. Ja, ach, schieb mal noch einen nach. Ne? Ah, können auch zwei sein. Wie, Flasche ist halb leer. Weich, rund, wohlschmeckend. Hervorragend. Ein bisschen angebratschelte Flasche. Ganz große Klasse und jetzt gibt es erstmal Bratkartoffeln.